Was ist eigentlich Panentheismus? Menschen haben schon lange über die Welt nachgedacht, wie sie beschaffen ist, wie man sie verstehen kann und darüber, in welchem Verhältnis Gott zu dieser Welt steht. TheologInnen, PhilosophInnen und GeschichtenerzählerInnen haben viele unterschiedliche Vorstellungen darüber entwickelt. Manche davon haben heute keine Bedeutung mehr. Und manche prägen unsere Welt, vielleicht auch ohne, dass wir uns dessen bewusst sind. Manchmal passen Weltbilder nicht mehr mit dem zusammen, was wir über die Welt wissen oder wie wir sie erleben. Daher verändern sich Weltbilder. Manche glauben, dass wieder eine Zeit gekommen ist, neu über die Weltbilder von heute nachzudenken. Der Panentheismus ist ein Versuch, genau das zu tun. Er formuliert eine relativ neue Möglichkeit, die Beziehung von Gott und Welt zu beschreiben. Das Wort Panentheismus heißt übersetzt so viel wie alles in Gott. Man sollte das nicht mit Pantheismus verwechseln, das bedeutet alles ist Gott. Der Begriff Panentheismus erinnert ein bisschen an einen Satz des Apostel Paulus, der sagte: In ihm leben, weben und sind wir. Es ist kein völlig neuer Ansatz. Vielmehr integriert er alte Vorstellungen und formuliert diese neu. Zur Einordnung hilft es, einen kurzen Blick auf frühere Weltbilder zu werfen. In der Antike hat man beispielsweise geglaubt, dass die Geschehnisse auf der Erde ein Gegenstück im Himmel haben und andersherum. Ein Ereignis habe also immer in beiden Dimensionen Auswirkungen. Wenn beispielsweise auf der Erde ein Krieg ausbräche, dann seien auch im Himmel einige Götter aneinander geraten. Die Welt wurde wie ein Haus mit Stockwerken gesehen. Im Keller die Unterwelt, dann die Erde und darüber der Himmel als Wohnort der Götter. Ein räumliches Verständnis mit einem Oben und Unten. Im 2. Jahrhundert nach Christus setzte sich ein neues Weltbild durch. Viele Menschen wurden von der griechischen Gnosis beeinflusst. In diesem Weltbild wurde die Schöpfung abgewertet. Das Geistliche sei gut, die Materie schlecht. Man glaubte, die Welt sei ein Gefängnis für die Seele. Die Seelen oder Geister seien aus dem Himmel auf die Erde gefallen und wären nun in Körpern gefangen. Die Aufgabe von Religion sei es, den Geist aus dem Körper zu retten und in den geistlichen Bereich zurückzuführen. In den Himmel. Um das Jahr 1700 begann die Aufklärung. Philosophen wie Descartes entwickelten ein neues Weltbild. Descartes machte eine bedeutende Trennung. Er unterschied zwischen Materie und Geist. Diese Welt verstand er als rein materiell. Darüber hinaus glaubte er an eine geistliche Dimension. Diese habe aber mit der Welt nichts zu tun. Gott habe einmal die Schöpfung in Gang gesetzt, nun funktioniere sie von alleine. Wie eine Maschine. Daraus entstand die Grundidee moderner Wissenschaft. Will man wissen, wie die Welt funktioniert, dann muss man sie erforschen und analysieren. Man geht von innerweltlichen Ursachen aus und hält sich nicht an Erklärungen, die mit Göttern oder Geistern zu tun haben. Von dort war es nur ein kleiner Schritt hin zu der Idee, dass diese Welt alles sei, was es gibt. Der Materialismus. Dieser sagt, die spirituelle Welt ist eine Illusion. Es gebe keine höhere Wirklichkeit, keinen Gott, keinen Himmel, keine Seele. Nur Materie. Nur das, was mit den fünf Sinnen wahrgenommen werden könne. Religion war damit raus. Irrelevant. Wie sollte Religion darauf reagieren? Nun, im Grunde hat insbesondere die westliche Christenheit Descartes Trennung geschluckt. Hier ist die Welt, Gott ist woanders im Himmel. Die Glaubenden verteidigen oft die geistliche Sphäre, die bei Materialisten als überflüssige Illusion gilt. Glaubende sagen dann sowas wie, da gibt es noch mehr, man muss das halt glauben. Und sie behaupten, dass Gott hier in dieser Welt doch noch irgendwie mitmische. Nur fällt es seit Descartes sehr schwer zu erklären, was Gott mit dieser Welt zu tun hat. Hier wird der Panentheismus spannend, denn dieser möchte eine Art Alternative zu Descartes formulieren. Vielleicht eröffnet das einen neuen Zugang zum Glauben. Was ist nun Panentheismus? Wie kann man sich das genau vorstellen? Es ist etwas wie Pando, Pando Populus. Pando ist ein Baum, eine amerikanische Zitterpappel. Aber es ist nicht nur ein Baum. Es ist ein Wald am Fish Lake des National Forest in Utah. Jede einzelne dieser Zitterpappeln ist mit den anderen verbunden.
Oberhalb der Erdoberfläche sieht es aus wie ein Wald mit einzelnen Bäumen. Aber darunter liegt ein riesiges verwobenes Wurzelwerk. Dieser Wald ist ein einziger Organismus. Der Panentheismus sieht die gesamte Welt so. Alles sei miteinander verbunden. Das Sichtbare und das Unsichtbare gehörten zusammen. Das ist Charles Hartshorn. Er hat den Begriff Panentheismus zwar nicht erfunden, aber er hat ihn bekannt gemacht. Hartshorn glaubte nicht, dass Himmel und Erde zwei unterschiedliche voneinander getrennte Welten oder Sphären seien. Er glaubte, dass Himmel und Erde untrennbar miteinander verbunden wären. Für ihn waren Himmel und Erde eine Wirklichkeit, nicht zwei. Allerdings glaubte er, dass diese eine Wirklichkeit ein Innen und ein Außen habe. Himmel und Erde seien die Innen- und die Außenseite der einen Wirklichkeit. Innen und Außen sind natürlich auch nur Metaphern. Während in früheren Weltbildern von oben und unten geredet wurde, spricht man im Panentheismus von einem Innen und Außen. Das sind auch räumliche Metaphern, aber sie legen keine Hierarchie nahe, was den Panentheismus für alle interessant macht, die sich theologisch mit dem Feminismus und Themen der Gleichberechtigung beschäftigen. Charles Hartshorn hat eine weitere Metapher verwendet. Er prägte die Metapher von der Welt als Körper Gottes. Auch Paulus hat davon geredet. Er sagte, ihr seid Christi Leib. Für Hartshorn war jedoch die gesamte Schöpfung der Körper Gottes. So wie ein Wesen mit seinem Körper verbunden sei, so sei Gott mit der Welt verbunden. Gott sei wie das Innere in einem Wesen, wie das Bewusstsein oder wie die Seele. Gott als Weltenseele, die Seele der Welt. So wie der Körper unser Inneres informiert, informiere die Welt Gott. Gott nehme wahr und empfinde, was die Welt empfindet. Das sei vergleichbar mit dem, wie wir wahrnehmen, was unsere Zellen und Körperteile empfinden. Die Geschöpfe seien wie Zellen, die ein gewisses Eigenleben haben, eine Form von Empfinden, eine Form von Bewusstsein oder eine Vorstufe davon. Und so wie wir mit unserem Geist unseren Körper lenken und steuern können, könne Gott in der Welt wirksam sein. Der Panentheismus von Charles Hartshorn hat noch einige Besonderheiten. Er geht davon aus, dass Gott die Zeit ähnlich erlebe, wie wir als Geschöpfe das tun, nämlich Moment für Moment. Niemand wisse mit völliger Sicherheit, was in der Zukunft passieren werde. Auch Gott nicht. Gott kenne zwar alle Möglichkeiten, jedoch kenne Gott nicht die konkrete Vision der Zukunft, die durch die Entscheidung der Geschöpfe Wirklichkeit werden werde. Für Hartshorn ist Gott daher in dem Sinn allwissend, als dass Gott alles wisse, was zu wissen möglich sei. Die Zukunft sei demnach noch nicht festgelegt, sie sei offen. Und Gott lasse sich überraschen, was passieren werde. Der freie Wille spielt im Panentheismus eine wichtige Rolle. Panentheisten meinen, dass wenn Gott alles bereits wüsste, dass dann die Zukunft festgelegt sei. Und wäre die Zukunft festgelegt, dann könnte es keinen Raum für den freien Willen und für eigene Entscheidungen geben. Eine weitere Besonderheit des Panentheismus ist, dass Gott fühlen könne. Mitfühlen, mitleiden. Gott sei der bewegteste Beweger. Er lasse sich durch die Schöpfung berühren und beeinflussen. Das heißt, dass Gott Erfahrungen in sich aufnimmt. Diese neuen Erfahrungen veränderten Gott. Gott sei auf eine Weise veränderlich. Hartshorn glaubte, dass Gott zwei Pole habe. Ein Pol Gottes sei veränderlich, der andere unveränderlich. Gottes Charakter, Wünsche, Absichten und sein Wesen, seine Liebe seien unveränderlich. Gott wirke immer auf das allgemeine Wohlbefinden hin. Wenn Gott jedoch Zeit vergleichbar wahrnehme, wie die Geschöpfe es tun, kann das bedeuten, dass Gott neue Erfahrungen machen kann. Gott könne die Entscheidungen der Schöpfung in sich aufnehmen. Sie würden Teil von Gott. Und somit verändere sich Gott. Gott im Werden.